Ja, was haben wir denn von den Russen zu erwarten? Wir haben jetzt erlebt, sie überfallen ein Nachbarland der Ukraine, wollen es komplett beseitigen, weil sie das Land brauchen, weil sie die Früchte des Landes brauchen oder aus geschichtlichen Gründen. Was ist der wirkliche Beweggrund von Putin, diesen Krieg zu führen? Ich meine, Putin hätte den Krieg sicher nicht begonnen, wenn er nicht geglaubt hätte, dass sozusagen als Blitzkrieg binnen kurzem gewinnen zu können. Aber die tieferen Beweggründe, und das liegt eigentlich seit Jahrzehnten offen zutage, ist, dass Putin die Ukraine als Teil Russlands betrachtet. Also Ukrainer, das gibt's einfach nicht. Das ist ein Teil der eigenen Nation und ein wirtschaftlich und geostrategisch sehr wesentlicher Teil der eigenen Nation. Das ist letztendlich dasselbe Motiv, aus dem Katharina die Große oder auch schon Peter der Große sukzessive die Ukraine, also die heutige Ukraine, erobert haben. Das heißt, wir geben uns Illusionen hin, wenn wir glauben, dass dieser Krieg durch einen Friedensvertrag beendet werden könnte. Richtig, richtig. Also das, dieser Krieg, es wird eine Revanche geben von russischer Seite, wenn es nicht gewinnt. Also ein Unentschieden ist eine Vertagung des Konflikts. Einen dauerhaften Frieden bekäme man nur, wenn Russland derart massiv verlöre, derart haushoch den Krieg verlieren würde, dass es sich sagen muss, da brauchen wir lange Zeit, da brauchen wir Jahrzehnte, bis wir uns das wieder zutrauen können. Aber führt das nicht auch zu dem Gedanken, wenn ich Ihren Gedanken jetzt weiter verfolge, die Erkenntnis, er kann mit herkömmlichen Waffen nicht gewinnen, er setzt doch Atomwaffen ein, nur um den Westen rauszubringen. Und die zweite Frage ist, wie lange kann sich der Westen denn erlauben, immer wieder neuen Waffen nachzuschieben, wenn Putin sich dadurch gar nicht beeinflussen lässt, weil er sagt, ich muss diesen Krieg gewinnen. Also ist der Westen, wird ständig zu einer noch größeren Gefahr für Putin. Also dass Russland Atomwaffen einsetzt, halte ich für extrem unwahrscheinlich, weil Russland ja nicht auf Selbstzerstörung ausgeht. Konventionell, Russland zieht seine Register, es unternimmt mit der konventionellen Kriegsführung, was es kann, und wird erst aufhören, wenn es erkennt, dass es den Krieg auf keinen Fall gewinnen kann.